Dreambeam for Global Change, supported by Castor TV, here live on the East Side Gallery, here live from the East Side Gallery in Berlin. He breaks, workers breaks a wall down to make a way free for luxury flats and so on. I cannot translate it in English, I'm sorry. Ja, wie man sieht, selbst jetzt, wo die Haken angesetzt sind, wird der Verkehr nicht angehalten. Auch der Mann steht da immer noch rum, ohne Helm, ohne irgendeine Sicherheitsausrüstung. Obwohl da oben mit Haken montiert wird. Ich weiß nicht, was die Berufsgenossenschaft dazu sagt. Ich finde das ziemlich gefährlich und leichtsinnig. Ja, wie gesagt, wir stehen hier 6 bis 8 Fahrspuren vom Geschehen entfernt, weil ja die Polizei hat uns hier weggeschickt. Es könnte gefährlich sein für uns. Der Verkehr fließt hier durch. Wie ihr seht, ab und zu kommt auch mal ein Radfahrer vorbei. Da wird niemand auf oder angehalten. Auch der Verkehr darf weiter zweispurig an der Baustelle vorbeifließen. Ja, jetzt wird noch ein schickes Foto gemacht von dem Bauarbeiter da vor uns. Weiterhin auch irgendwie nicht ohne Sicherheitsausrüstung, was Helme anbetrifft. Auch die Polizei da mit ihren Mützen. Also wenn das so gefährlich ist, dass man da 50 Meter Absperrung braucht, weil da Betonteile splittern, fallen könnten, ja, dann sind die Leute eindeutig auch zu nah dran. Livestream, aber läuft dann nicht mehr auf. Ja. Deine Kena wird was ist dran. Ja, und wohl bemerkt, wir sind hier in Berlin, ja, und wir haben einen Berliner Bürgermeister, der sich mal Kultur auf die Fahne geschrieben hat. Damit ist er damals seinerzeit angetreten. Die Berliner wissen schon gar nicht mehr so genau, wann das eigentlich war. So sehr hat man sich an diese Menschen gewöhnt. Und je mehr man sich an diese Menschen gewöhnt, desto komischer werden seine Allüren. So möchte ich das mal bezeichnen. Ich erinnere da einfach nur auch ans Tacheles und jetzt hier an die East Side Gallery. Ja, da brechen jetzt einzelne Mauerstücke raus, so die fallen davor quasi runter. Na, jetzt steht da noch eine zweite Person, ebenfalls ohne Arbeitssicherheitsbekleidung. Also ich weiß nicht, was ist denn das für eine Firma? Ist das eine Billigfirma, dass die keine Helme haben oder so Sicherheitskleidung, wenn die so nah da stehen, wo die Presse nicht stehen darf?